Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Heisenberg Zockt. Transport Fever 2, das haben wir eigentlich schon. Was wir aber noch nicht haben, das ist die Kampagne und die finden wir hier. Und die werden wir uns jetzt ansehen. Ich möchte die gerne durchspielen. Ich kann aber nicht sagen, wann jetzt die Folgen jeweils rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, dass ich wirklich auch jeden Tag noch eine Kampagnenfolge rauskriege. Weil geplant ist natürlich, das normale Spiel täglich rauszubringen. Das wird auch klappen. Ich würde sagen, ihr guckt einfach auf dem Kanal, dann seht ihr, wenn eine neue Folge kommt. Vielleicht klappt es ja doch, dass ich wenigstens jeden zweiten Tag oder so eine Folge rausbringe. Vielleicht auch jeden Tag. Wir werden es ja sehen. Allora, ich fange hier an, weil die Kampagne wahrscheinlich mit einem Intro beginnt oder mit irgendeinem Gerede. Wir werden es gleich sehen. Ich starte mal. Die Menschheit bringt laufend neue, großartige Erfindungen hervor. Habe Teil am rasanten technologischen Fortschritt und stelle den reibungslosen Transport in verschiedenen Regionen der Welt sicher. Okay, da fällt gleich auf, das ist, glaube ich, tatsächlich ein anderer Sprecher wie bei Transport Fever bei der Kampagne. Allerdings, der klingt auch sehr, sehr nett, muss ich sagen. Also, 6 Missionen, Kampagnen 1, zurück, wir wählen aus. Amerika, dann haben wir hier, mitten im 19. Jahrhundert. Im Territorium von Nevada, wo unlängst bloß eine Handvoll Büffel graste, herrscht neuerdings rege Betriebsamkeit. Jenseits der Sierra, nahe des Carson River, ist Gold gefunden worden. In rauen Mengen soll es vorhanden sein. Man braucht es nur auszubuddeln. Wer hart genug schuftet, wird reich belohnt werden. Welch glänzende Gelegenheit. Ja, das ist natürlich tatsächlich eine glänzende Gelegenheit. Gold. Wie wir sehen, wir starten hier. Das ist Amerika. Hier ist nochmal Amerika. Dann haben wir hier irgendwie Großbritannien. Das ist, glaube ich, Griechenland plus minus oder die Türkei eher. Und hier haben wir Russland. Das wird dann später wahrscheinlich kommen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Okay, ab geht's nach Amerika. Neuland Nevada, Kapitel 1, Mission 01. Amerika mitten im 19. Jahrhundert. Im Territorium von Nevada, wo unlängst bloß eine Handvoll Büffel graste, herrscht neuerdings rege Betriebsamkeit. Ja, klar. Wenn halt Gold irgendwo zu finden ist, dann herrscht dann auch relativ schnell rege Betriebsamkeit. So, jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich ist es zu Beginn relativ einfach. Und dann zieht es wahrscheinlich dann heftig an mit der Schwierigkeit im Laufe der Mission. Oder im Laufe der Kampagne. Willkommen im Neuland, Neuling. Ja, das Neuland. Schön. Du willst reich werden? Dann bist du hier goldrichtig. Wow. In Virginia City herrscht Goldgräberstimmung. Und du, Glückspilz, hast beim Pokern im Red Dog Saloon die Schürfrechte für einen vielversprechenden Claim gewonnen. Na, das klingt schon mal gut. Schon bald wirst du Goldklumpen so groß wie Katzenköpfe zutage fördern. Dank Cleverness und Kartenglück nennst du eine Goldgrube dein eigen. Die vormalige Besitzerin, ein Saloon-Mädchen namens Susie, das offensichtlich ganz miserabel Poker spielt, hat bereits erste Vorarbeiten veranlasst und praktischerweise auch gleich die nötigen Gerätschaften dagelassen. Jetzt musst du die Mine bloß noch finden. Verschaffe dir einen Überblick und finde heraus, wo die Schätze schlummern. Das sieht man, das ist halt tatsächlich eher Tutorial noch, weil Zoom und so weiter, das kann ich eigentlich und ich würde mal sagen, die Mine ist hier. Goldmine, okay. Klicke und halte den, jawohl, ist auch alles klar. Jetzt müssen wir mal gucken, Kamera bewegen, ach, man muss trotzdem kurz alles machen. Haben wir, Kamera neigen, wir neigen, und dann haben wir das. Spüre den Eingang zum Stollen auf. Der ist hier, okay, Mine finden, Mission abgeschlossen. Ich muss sagen, es sieht relativ sehr cool aus. Ich habe die amerikanische Variante noch gar nie gesehen bis jetzt. Da ist ja sogar ein Stück Gleis. Was macht das denn hier oben? Okay, und hier tatsächlich so ein Canyon. Wow, guckt euch das mal an. Das sieht doch schon mal relativ vielversprechend aus. Ich klicke die Mine gleich an, keine Angst. Wow, cool. Okay, wir klicken mal und gucken, was da passiert. Mine finden, abgeschlossen. Ein vielversprechender Claim. Noch wurden zwar erst ein paar Felsbrocken zutage gefördert, doch kein Grund zu verzagen. Da muss einfach noch tiefer geschürft werden. Damit der schöne Schacht nicht einstürzt,
solltest du ein paar solide Holzbalken vom nahen Wald heranschaffen. Damit lässt sich der Stollen vortrefflich stabilisieren. Okay. Bestimme, wo die Karren mit Baumstämmen bepackt werden sollen. Ja, also, errichte eine Station, wo die Pferdekarren mit Baumstämmen bepackt werden können. Baue eine LKW-Station im markierten Bereich. Das wäre hier. Ja, hier ist Wald. Das macht also durchaus Sinn. Bus- und LKW-Station können gebaut werden. Jawohl, das wissen wir natürlich. Ist wirklich halt so gemacht, dass jemand, der Transportfieber noch nie gespielt hat oder auch Trainfieber nicht kennt, hier relativ gut reinfindet. Und von daher finde ich so ein Tutorial eigentlich auch wirklich sehr wichtig. Gut, dass es das gibt. Also, wir brauchen eine LKW-Station. Das wäre die hier. Zack, erkläre müsste passen. Etwas griffstutzigen Kutscher, welchen Weg er nehmen soll. Okay, richte eine neue Linie ein. Okay, das muss der Mann natürlich wissen, wo er hier lang muss. Er muss von hier nach hier. Nun muss noch ein kleines Fahrzeugdepot für die Pferdekarren her. Jawohl, ein Fahrzeugdepot haben wir hier. Ach so, da ist auch schon wieder vorgegeben, wo es hin muss. Zack, sehr gut. Alles ist bereit. Jetzt musst du nur noch einen Karren für den Holztransport auftreiben. Ja, das machen wir. Depot bauen abgeschlossen. Wir brauchen ein amerikanisches Pferdefuhrwerk dafür. Okay, ich denke, da reicht mal ein so ein Teil. Ein solides Gefährt. Der Transport kann beginnen. Machen wir. Auf die Linie gesetzt. Lässt es sich tiefer schürfen. Na, dann Glück auf. Okay, dann können sie dort vorne schürfen. Wo ist denn meine Kutsche? Habe ich sie nicht auf die Linie gesetzt oder ist die schon unterwegs? Neben dem Pausenmodus. Jawohl, die Spielgeschwindigkeiten. Ach so, man müsste vielleicht noch auf Play drücken, damit das Ganze auch läuft. Und schon kommt hier eine Kutsche raus. Passt doch. Können natürlich einsteigen, wie bei jedem Fahrzeug. Und wir können frei die Rübe drehen. Ach, es ist einfach herrlich. So, und ich bin gespannt. Von Transportfieber 1 her weiß ich noch. Also zu Beginn wirklich die Mission relativ easy. Das wird dann aber gegen Ende hin tatsächlich relativ heavy. Also, da muss man dann teilweise wirklich auch ein bisschen planen, machen und tun im Voraus und nicht einfach bauen, weil sonst hat man dann Fehler drin. Schön. So, dann ladet mal auf. Hier liegt ja eh schon was. Na, klappt das mit dem Transport? Ja, sieht man nicht. Da ist eine Plane drüber. Ihr seht schon, ich liebe diese neue Kamera, die man hier hat. Diese frei bewegliche. Die ist halt schon wirklich sehr nett. Ich muss noch ein bisschen üben, so ganz habe ich sie noch nicht raus, wie sie am besten funktioniert. Aber sie funktioniert eigentlich soweit relativ gut. Okay, wir können ja mal Escape und dann hier nochmal kurz normal einsteigen. Dann sehen wir noch ein bisschen was von diesem schönen Westernstädtchen. Es sieht halt tatsächlich aus wie im Wilden Westen. Also hier dieses Grün vielleicht nicht mit dem Häuschen, aber ansonsten die Gebäude. Und natürlich die Kutschen sowieso und das Gelände halt. Also diese Berge hinten, diese Hügel und vor allem diese eine Schlucht mit dieser Eisenbahnbrücke. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dass wir dort einen Zug rüberfahren lassen. Weil das sieht dann tatsächlich sehr, sehr nach Wilden Westen aus. Brockfield gut. Ja, und auch die Leute, wie sie angezogen sind natürlich. Das ist halt auch wieder 18. Jahrhundert. Sind wir denn wieder bei 1850 jetzt? Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt. Wir gehen mal schnell raus. 1865, okay, ein bisschen weiter vorn oder beziehungsweise ein bisschen mehr in der Neuzeit fängt man an bei der Kampagne. Im freien Spiel hat man ja die Möglichkeit 1850 zu beginnen. So, da müssen wir hin da oben, damit wir hier an Gold rankommen. Ich fühle mich gerade ein bisschen irgendwie, ja, wie soll ich sagen, an Red Dead Redemption 2 erinnert. Und das ist natürlich ein großes Kompliment hier für dieses Spiel. Ich meine, das könnte ja wirklich, wenn man jetzt hier mit dem Pferd durchreitet, das könnte ein Teil von dem Spiel sein. Also das ist schon krass. Diese Grafikverbesserung, sie lässt mich fast nicht los, man merkt's. Aber das ist halt, wenn man natürlich ein Spiel so exzessiv spielt, wie ich jetzt erst Trainfieber, dann Transportfieber, jetzt Transportfieber 2. Ja, dann erfreut man sich natürlich einfach daran, dass man jetzt hier sieht, was man in der nächsten Zeit mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit ganz, ganz lange spielt. Dass das halt tatsächlich auch wirklich nur cool aussieht. So, das hätten wir. Wir haben die ersten Bretter hier. Mal gucken, was da der Kollege dazu meint. Wir werden jetzt hier gleich abgeladen. Nehme ich mal an. Wenn er dann anhält, jetzt. Aha, Aufgabe abgeschlossen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Vielleicht war deine Pokerpartnerin gerissener, als du dachtest. Aller Mühsal zum Trotz fördert die Mine nur ein paar Brocken Silbererz zutage. Oje, oje. Am besten du wirst sie los, bevor sie dich noch ruiniert. Erfreulicherweise stranden stets neue Grünschnäbel in Virginia City, denen du dieses vermaledeite Loch für gutes Geld verhökern kannst. Okay. So, die Silbermine bist du für eine passable Summe losgeworden. Zeit, dieses Geld in ein lukrativeres Unterfangen zu investieren. Und da gibt es eine hervorragende Möglichkeit. Das ganze Erz aus der Mine muss zu den Silbermühlen unten am Fluss befördert werden. Eine Eisenbahn, die den Transport übernimmt, wäre ein vielversprechendes Unterfangen. Ja, das denke ich auch. Wähle einen Güterbahnhof, rotiere ihn und baue ihn im markierten Bereich. Das machen wir gerne. Bahnhof, Gebäude und dann haben wir hier einen Güterbahnhof. Ich würde sagen, ja, Personenzüge, okay. Ist dann per se oder, wie soll ich sagen, ist jetzt ein Kopfbahnhof. Also wir können nur einen Kopfbahnhof machen und dann müssen wir mit der Länge zurück. Passt das? Jawohl. Okay, haben wir das hingekriegt. Das ist tückisch. Das erfordert ein paar ganz krumme Kurven. Ja, okay, krumme Kurven. Da bin ich Spezialist. Hier brauchen wir einen Tunnel. Was haben wir denn an Geld? 109 Millionen? Echt jetzt? Ja, da können wir relativ easy was machen. Wow, hier kommt nochmal eine fette Brücke. Okay, kann ich das schon bauen? Verbinde die offenen Gleisenden bei der Teufelsschlucht und Tunnel. Jawohl, können wir schon bauen. Na, dann machen wir das doch glatt. Wir schnappen uns ein Gleis. Mit viel Freude, weil das ist natürlich eine coole Strecke. So, hier einmal Tunnel. Da haben wir nur dieses eine Portal. Dann nehmen wir das natürlich. Bleibt uns nicht viel anderes übrig. Ja, Moment, ich verbinde. Okay, ich wollte gerade sagen, was haben wir denn dort für eine Fehlermeldung? Wow, nochmal eine fette, fette Brücke. Ja, sehr gerne. Ui, das gibt eine schöne Zugfahrt. Die das ganze Erz flugs ins Tal transportiert. Okay, das werden wir machen. Wir drücken L, neue Linie. Das wäre von hier. Nach, wo haben wir den Bahnhof hier oben? Hier. Und das hat schon geklappt. Eine Eisenbahn verlangt nach einem soliden Bahndepot. Mhm. Kriegste. Ein Gebäude. Depot sollen wir hier hinten hinstellen. Machen wir natürlich. Zack. Ein wahrlich gelungenes Bauwerk. Ja. Jetzt müsste es nur noch angeschlossen werden. Zack, Hammer. Nun endlich ist es an der Zeit, eine schöne Lokomotive samt ein paar Waggons zu erwerben. Okay, Personenwagen. Ach, jetzt, ich wollte gerade sagen, wo zum Geier ist denn hier die Lokomotive? Baldwins Six Wheels. Gerne hinzufügen. Und dann bauen wir hier. Wie lautet die Aufgabe? Wie viele Wagen? Sehe ich das noch irgendwo? Naja, wir kaufen einfach mal. Ich glaube, 4 Stück waren es. Kann das sein? 1, 2, 3, 4. Nicht, dass ich mich jetzt vertue hier. Naja, wir gehen noch mal kurz raus und kontrollieren. Wo sehe ich hier, wie viele es waren? 3 Wagen für Silbererz. Okay. Da muss ich noch mal kurz. Zack, diesen. 1, 2, 3. Kaufen. Welch stattliches Stahlross. Jawohl. Zeit, es auf seine Jungfernfahrt zu schicken. Machen wir. Ab auf die Jungfernfahrt. Und da möchte ich jetzt natürlich schlicht und einfach mitfahren. Weil das ist ja wirklich eine relativ sehr, sehr coole Strecke. Der Erztransport nimmt Fahrt auf. Mit ein bisschen Glück macht er dich reicher als alles Silber von ganz Nevada. Auch so ein Dampfrotz. Guck mal, einiges bisschen. Also das ist ja schon, was sie hier an Rauch rauspusten, diese Teile. Ganz krass. Gut, einsteigen. Einsteigen und genießen. Das wird jetzt mit Sicherheit eine relativ coole Fahrt über diese Brücken. Hier mit diesem Monsteranzug. Falscher Knopf. Den hier wollte ich. Und dann möchte ich noch ein bisschen Höhe haben. So, nochmal ein bisschen zurück. Das war genau die falsche Richtung. Ja, ein schönes Teil. Definitiv. Wow, richtig tatsächlich der wilde Westen. Okay, ich würde sagen, wir steigen nochmal normal ein. Und stellen hier das Tempo ein bisschen rauf. Das machen wir ja im normalen Spiel auch. Das machen wir jetzt aber einfach, würde ich sagen, bis zu den Brücken. Dann möchte ich tatsächlich das Ganze nochmal in Ruhe sehen. Weil sonst dauert das zu lange, wenn man hier irgendwie mit... Ich weiß gar nicht, wie schnell ist der Zug. 30, 40, 45, 50 vielleicht.
Dann dauert es halt tatsächlich zu lang. Ist ja doch eine ordentliche Strecke. Bis wir da unten sind. So, Ratter, Ratter. Hier haben wir das Tunnel. Ist vollbracht. Der erste Zug rollt über die Strecke. Die Menschen lassen alles stehen und liegen, um dein Wunderwerk zu bewundern. Lass es dir nicht nehmen, selbst mit an Bord zu steigen und freundlich zu winken. Klar doch. So, wir fahren mal durchs Tunnel durch. Also freundlich gewunken haben wir schon mal. Oh, jetzt haben wir die Brücke irgendwie gar nicht gesehen. Naja, gut, jetzt fahren wir durchs Tunnel. Da hinten haben wir nochmal eine Brücke. Und auch hier kann man natürlich die Rübe drehen. Wäre auch komisch, wenn nicht. Aber hier macht es halt nicht allzu viel Sinn. So, jetzt geht es um die Kurve rum. Und dann hinten möchte ich schon eine Perspektive. Oh, die hat mir nicht so gefallen. Von unterhalb der Map her. Ja, ich denke, die ist nicht schlecht. Jetzt mal über die Brücke fahren, wäre die doch relativ nett. Dann sieht man nämlich auch noch ein bisschen was von der Brücke. Falscher Knopf schon wieder. Ich muss in die Richtung. Nochmal ein bisschen ran. Ran war... Na, sag mal. Jetzt. So gefällt's mir. Da vorne kommt die Brücke. Man sieht sie schon hier durch die Bäume durch. Ich stelle jetzt nicht schneller. Man könnte jetzt hier natürlich nochmal ein bisschen mit dem Tempo raufgehen. Aber ich möchte das hier tatsächlich in Ruhe genießen. So, hier geht's auf die Brücke rauf. Wow, was für ein Bauwerk. Ja, das sieht doch relativ nett aus. Was für eine Riesenbrücke. Krass. Nochmal ein bisschen rauf. Das macht richtig Spaß hier so mit der Kamera umzuspielen. Vor allem, wenn ich dann irgendwann raus habe, wie es genau funktioniert, da macht es natürlich noch mehr Spaß. Hier so ein Überflug. Nett. Okay, jetzt geht es eigentlich nur noch zum Bahnhof. Ich glaube, da ist nichts mehr, was wir sonst groß sehen können. Deswegen nochmal normal einsteigen. Und dann beschleunigen wir hier nochmal. Mitten durch die Prärie durch. Auch nicht ganz ungefährlich mit Gold oder Silber hier mit dem Zug. Also das schreit ja schon nach einem Zugüberfall. Kommt vielleicht noch. Wer weiß, wer weiß. So, da vorne kommt der Bahnhof. Gehen wir wieder runter mit dem Tempo. Was ist das hier eigentlich für eine Riesenfabrik? Moment, Tempo runter wäre hier gewesen. Dank deiner Bahn läuft die Silberverhüttung auf Hochtouren. In Carson City steigen mittlerweile allerlei feine Damen und noble Herrschaften ab. Sorge dafür, dass sie sich auf den schlammigen Straßen nicht das gute Schuhwerk ruinieren. Bringe okay. Etwas über die Bedürfnisse deiner zukünftigen Passagiere in Erfahrung. Den Layer für die Landnutzung, den haben wir hier. Deine Dienstleistungen werden in der ganzen Stadt gleichermaßen benötigt. Baue hier eine Bushaltestelle in den markierten Gebieten in Carson City. Okay, bauen wir. Bushaltestelle haben wir hier. Zack, zack, damit die hier trockenen Fußes hier langkommen. Das ist einfach eine Bushalte oder eine Buslinie aus dem Gewerbe hier ins Industriegebiet. So, hier war das. Nochmal irgendwo. Ja, da hinten bei den Wohnungen natürlich. Das macht Sinn. Sieh zu, dass deine Kutschen keine Haltestelle auslassen. Aha, okay, ich hätte eigentlich... Kann das sein, dass ich hier nur eine hinstellen konnte im Prinzip und hier zwei hingestellt habe? Ist egal. Sieh zu, dass deine Kutschen keine Haltestelle auslassen. Okay, wir brauchen eine Linie. Zack, von hier nach hier. Und die dann... Ja, Blödsinn, nee, da rein sowieso nicht. Das ist der Güterbahnhof, der muss weg. Hier hin. Errichte ein Depot, wo die Pferde angespannt und die Kutschen gewartet werden können. Machen wir. Ist da wieder vorgegeben, wohin mit dem Depot? Ne, das können wir tatsächlich mal frei Schnauze platzieren. Zack, machen wir hier hin. Erstehe ein paar Kutschen samt Pferden, damit du loslegen kannst. Okay, wir brauchen, ja, sowas. Pferdekutsche halt. Transportiert Passagiere, das ist genau, was wir brauchen. Hatte gesagt, ein paar? Ne, drei brauchen wir. Machen wir drei. Kaufen. Okay, zuweisen. Das wäre hier. Das wäre Linie 3. Sehr schön. Jawohl. Da erwarten schon die ersten Passagiere. Wo? Ach ja, tatsächlich. Nett. Hä? Ist hier noch die Konkurrenz unterwegs? Oder ist das sind Private, glaube ich. Ja, die sind hier relativ wohlhabend. Kein Wunder, wenn man hier natürlich so ein Silberdingens hat, dann läuft wahrscheinlich die Stadt relativ gut.
Befördere 5 Passagiere. Okay, das werden wir machen. Das kann nicht ewig dauern. Wie viel passen hier rein? 4. Wie viel kriegen wir? Noch hier anhalten. Noch keinen. Okay, da müssen wir ein Momentchen warten. Das ist aber auch kein Ding. Das können wir tun. Warum nicht einsteigen und hier noch kurz mitfahren? Und nochmal das Tempo ein bisschen erhöhen. Dann haben wir hier schon fast ein Taxi mit Normalgeschwindigkeit. Der Territorial Enterprise vermeldet, ein Untier treibt sein Unwesen in der Umgebung. Oh, oh. Laut Augenzeugen sprang es von Baum zu Baum, war mindestens 10 Fuß hoch, ausgestattet mit zottigem schwarzem Pelz und riesigen Füßen. Frage den Reporter, was es damit auf sich hat. Okay, machen wir. Der Reporter, ein gewisser Mr. Clemens, hat dir seine Quelle offenbart. Ein alter Tagedieb namens Sam Hawkins. Er soll im Saloon in Virginia City zu finden sein. Kann sein, dass man ihm 1-2 Gläser Schnaps spendieren muss, bevor er mit der Wahrheit ausrückt. Sam Hawkins, ja, kennt jemand noch die alten Winnetou-Filme? Genau, da war auch einer, der Sam Hawkins hieß. Gut, bin den nächsten Hinweis. Ist da irgendwas eingezeichnet oder wie finde ich das? Ich muss eigentlich das Wirtshaus suchen. Dann müsste man das finden. Oder wo ist was eingezeichnet? Oh, hier oben. Ach, in dem Wirtshaus. Okay. Der gute Mann war sehr auskunftsfreudig. Das Ungetüm wurde mit jedem Whisky, den man ihm spendiert hat, einige Fuß größer. Es soll ganze Rinder am Stück verschlingen und sich die Überbleibsel mit einer Wagendeichsel zwischen den Zähnen hervorpulen. Unser Informant meint, es halte sich nahe der Ponderosa Ranch auf, wenn er sich nicht irre. Genau, das war der Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre. Und die Ponderosa Ranch, die kennt man auch. Bonanza! Also, das wäre hier hinten. Das ist die Ponderosa Ranch, wie cool. Okay, gleich mal gucken. Der alte Cartwright und seine Söhne waren nicht eben begeistert von deinem Besuch auf der Ponderosa Ranch. Offenbar bist du nicht der Erste, der sich an die Fersen des Ungeheuers heftet. Dutzende hätten ihr Land belagert, sagt der Rancher. Doch gerade als er sie habe verjagen wollen, seien sie mit einer aktuellen Zeitung in der Hand in Richtung Lake Tahoe davongeeilt. Okay, der alte Cartwright. Ja, ja, das war genau der Name der Leute von Bonanza. Da ist das Fragezeichen. Oh, das ist ja schick. Ein einsames Häuschen. Auch nicht schlecht. Halt, ich muss hier oben klicken. Aha. Der Territorial Enterprise vermeldet, der wilde Mann ist tot. Sein Leichnam wurde den Wassern des Lake Tahoe übergeben, wo er auf 200 Meter Tiefe sinken, bewegungslos in einen Eisblock eingeschlossen und aufgrund des hohen Drucks auf die Größe eines Kleinkinds schrumpfen wird. Nun ja, da lässt sich wohl nichts machen. Nee, aber auch wieder einfach wunderschön. Guck mal, hier ein Häuschen haben und dann mit der Aussicht hier auf der Veranda liegen, die Sonne genießen. Ach, ja, herrlich. Gut, wir sind hier immer noch dran, am Passagiere befördern, beziehungsweise es wäre schön, wenn wir mal welche befördern würden. Im Moment fehlen nämlich noch welche, aber das wird auch sich demnächst wahrscheinlich ändern. Gut, das war Teil 1 von Transport Fever 2 der Kampagne. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Mir gefällt's, auch wenn das Ganze jetzt eben tatsächlich tutorialmäßig ist noch zu Beginn. Glaubt mir, das wird mit Sicherheit relativ bald viel, viel schwieriger. Und darauf freue ich mich auch schon. Danke fürs Zusehen. Bis auch nicht zum nächsten Mal. Tschüss.